willkommen zur Daddy-Theorie. Gleicht euer Essenstisch nach dem Mittagessen einem Schlachtfeld und egal wie oft du deinem Kind das Besteck in die Hand gibst, es nimmt trotzdem immer die Finger. Da stellt man sich als Eltern schnell die Frage, wann lernen Kinder denn eigentlich endlich mal alleine und selbstständig zu essen? Und vor allem, wann lernen die Kinder die Manieren, die man ihnen beibringen möchte, umzusetzen? Wie das Ganze in der Theorie aussieht, erfährst du in diesem Video. So gut wie jeder Experte sagt, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und gerade deswegen solltest du dein Kind auch nicht unter Druck setzen. Wie du es trotzdem ein wenig an das Alleineessen heranführst, habe ich in dir ein paar Tipps zusammengefasst. Ab ca. 15 bis 16 Monaten kannst du versuchen, dein Kind dazu zu bringen, das Essen mit dem Löffel selbst zu essen. Dabei kannst du vieles tun, deinen Nachwuchs und dir selbst diesen Schritt zu erleichtern. Servier das Essen im Geschirr mit hohem Rand. Das macht es leichter, das Essen auf dem Löffel zu nehmen. Achte auf die richtige Konsistenz der Speise. Nicht zu hart und nicht zu flüssig. Am Anfang solltest du deinem Kind einen Löffel aus Kunststoff in die Hand drücken, der ist nicht so unangenehm kalt im Mund. Helfe zu Beginn, indem du die Hand deines Kindes führst. Keine Sorge, es lernt schnell. Wähle das richtige Essbesteck für dein Kind aus. Es muss nicht unbedingt Besteck sein, das extra zum Essenlernen entwickelt wurde. Der Löffel sollte nur gut zu greifen sein und in den Mund passen. Aber natürlich schadet auch kein ausgewiesenes Essensbesteck in bunten Farben. In diesem Video habe ich schon mal ein paar Superlöffel vorgestellt. Hab einfach Geduld. Gerade in der ersten Zeit geht garantiert etwas daneben und das Nachbereiten, sprich Putzen nach dem Essen, dauert länger als das Kochen. Und denk dran, wo gelöffelt wird, fällt auch was sicher was auf den Boden oder auf den Tisch. Es kann auch mal was fliegen gehen. Eine Plastikfolie schützt den Boden und du selbst kannst dich für den Anfang mit alten Klamotten wappnen. Richtig Spaß macht das Essen lernen mit deinem Kleinkind mit den richtigen Nahrungsmitteln, die du ihnen in allen Varianten anbieten kannst. Je bunter und unterschiedlicher der Snackmix aussieht, desto entspannter wird er für deinen kleinen Abenteurer. Ein paar tolle und ganz einfache Zubereiten-Ideen sind beispielsweise Käsewürfel, kleine Streifen gekochtes Hähnchen, hartgekochte Eierhälften, Mini-Sandwiches, Gurkenstäbchen, Apfel- oder Bananenstückchen. Das schmeckt nicht nur lecker, sondern dein Kind lernt das selbstständige Essen ohne viel herumzumatschen. Wie schon direkt am Anfang des Videos erwähnt, ist Geduld der Schlüssel, den wir Eltern mitbringen sollten. Irgendwann lernen wir natürlich alle mit Messer und Gabel zu essen. Obwohl es gibt auch ein paar erwachsene Ausnahmen, wie ich in meinem Leben gesehen habe, aber das sind wie gesagt auch Ausnahmen. Wie sieht's denn bei euch aus? Ist dein Kind schon alleine? Schafft es die kleinen Snacks? Löffelt es vielleicht sogar schon das Essen? Schreibt's runter in die Kommentare. Ansonsten sage ich, lasst mir ein Like da, die Dinger mag ich. Macht's gut, Leute, bis zur nächsten Folge.